Hallo. Hey. Hi. Na? Wow, ist schön geschmückt, unsere Villa. Sieht schön aus, ne? Ja, sehr schön. Hi, alles gut? Ja, perfekt. Und bei dir? Auch perfekt. Super. Ja, ich habe mich wie immer primär gefreut, aber in dem Moment, wo wir uns dann an den Tisch gesetzt haben, ich glaube, meine Hände haben so gezittert. Also ja, ich war aufgeregt, natürlich. Erzähl mir was über die Chiara in einer Beziehung. Ich sage nie, dass ich ein Beziehungsmensch bin. Ja, das hast du gesagt. Weil ich nicht der Meinung bin, dass mich erst ein Partner erfüllt. Also ich finde das ganz wichtig, dass man im Reinen mit sich selbst ist. Und eine funktionierende Beziehung ist dann noch so das perfekte Ende. Mhm. Aber ich bin niemand, der ja, sich selbst in jemand anderem sucht. Ja, so ernste Situationen, wo ich meine Krallen ausfahren würde, wären zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, du stößt mich ab oder du verheimlichst mir etwas. Ne? Wenn ich einfach nicht mehr an dich rankomme in einer Beziehung, dann verunsichert mich das. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass ihn das einschüchtert. Null. Er ist da so standhaft und präsent und das ist unfassbar attraktiv. Ja, sehr sexy. Ich sehe das auch so, also auch wie du. Ich habe jetzt auch nicht so diesen einen Moment, weil ich immer auch sehr optimistisch bin und irgendwie immer so gute Laune aus den schlechten Momenten das Beste rausholen. Weil ich hasse es, über Probleme zu reden. Echt? Oh, ich bin gar nicht so, ich will immer alles ausdiskutieren. Ich bin echt gut im Verdrängen. Also wenn Probleme aufkommen, also ich muss eigentlich drüber reden und ich weiß, dass es auch gut ist, über Probleme zu reden und das ist auch wichtig in der Beziehung, aber es ist noch ganz oft so der Punkt bei mir, dass ich hasse, mit Problemen konfrontiert zu werden. Finde ich auch gut, auch wichtig. Das ist auch so ein Ding, was ich mir voll oft vornehme und was auch wichtig ist, was sich auch gebessert hat und was ich jetzt auch in der Vergangenheit immer mehr gemacht habe. Einfach reden über Probleme, weil das einfach so ein wichtiger Bestandteil ist von einer Beziehung. Ja. Probleme können nicht gelöst werden, wenn man nicht darüber spricht. Und deswegen muss ich mich dem Ganzen stellen einfach. Und du machst mich auch ein bisschen verlegen. Also, wieso denn? Weiß ich nicht. Ich bin doch total. Ist ein gutes Zeichen. Okay. Ja, dann mache ich dich verlegen. Ist ein gutes Zeichen, glaub mir. Schön. Ja, wir schauen uns gerne in die Augen. Und ja, da war eine Spannung. Und deswegen hat man auch diesen Blickkontakt gesucht. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen geflirtet.